Was geht ab, meine Freunde? YD wieder am Start und wir haben heute Freitag, also sind wir natürlich auch heute wieder bei FIFA unterwegs. Wir spielen heute die erste Folge der zweiten Saison. Und zwar habe ich mir das ja so gedacht, dass wir deutlich, deutlich schneller vorankommen wollen. Das heißt, wir spielen jetzt tatsächlich nur noch ein oder zwei Spiele, vielleicht drei, selten drei, in einer Folge und gucken dann, dass wir die Zeit über den Kalender relativ schnell ablaufen lassen. So, grundsätzlich, neue Saison, wir müssen natürlich neue Spieler holen und da müssen wir uns natürlich direkt eine Riesengranate holen. Wir holen uns einen Weltstar zurück, wir holen uns Max Meyer wieder auf Schalke zurück. Max Meyer, natürlich ein Spieler, der sehr kontrovers gegangen ist, natürlich mit einem sehr aggressiven Manager und dementsprechend haben wir uns gedacht, komm, es lief nicht gut das letzte Mal, du bist noch jung, du bist noch 24, 25 Jahre alt, dich können wir holen. Dich holen wir, Max Meyer kommt zurück auf Schalke und wir kommen hier tatsächlich im Turnier nicht ganz so gut voran. Im ersten Spiel verlieren wir 1-0 gegen Udinese und müssen uns da leider geschlagen geben. Machen natürlich alle Trainingseinheiten und sonstiges weiter und grundsätzlich läuft es dann im Endeffekt so weiter, dass wir bis ins Finale kommen und dann 3-1 gewinnen. Ganz krass. Also wir haben am Anfang gegen Udinese verloren mit 0-1, haben dann im Finale nochmal gegen Udinese gespielt und haben dann 3-1 gewonnen. Krass. Einfach nur krass. Wir brauchen natürlich einen neuen Torhüter, wir brauchen noch ein paar Spieler, die uns irgendwie verstärken können und dementsprechend habe ich mir jetzt erstmal gedacht, Jan-Fiete Arp, großes Talent, versauert bei Bayern auf der Bank, das können wir nicht so stehen lassen. Wir sind der Verein, der sich für Talente einsetzt und dementsprechend holen wir uns Jan-Fiete Arp. Zumal wir natürlich auch noch weitere Spieler brauchen, ist es so, dass wir uns hier das große Juwel von St. Pauli holen, unser ehemaliger Gegner aus der zweiten Liga. Den Namen werde ich nicht versuchen auszusprechen, das werde ich nämlich nicht hinkriegen. Wir brauchen ihn jetzt hier tatsächlich nicht als einen wichtigen Spieler, müssen ihm das aber anbieten, leider, grundsätzlich. Dementsprechend haben wir das jetzt auch gemacht. Und hier noch ein großes Talent, Chong. Chong einfach mit der Riesenmatte auf dem Kopf, werden wir hier als einen Rotationsspieler einweihen mit relativ hohem Gehalt leider. Das müssen wir aber hier jetzt ausgeben, weil wir nicht ganz genau wissen, wie lange wir jetzt die ganzen Spieler noch halten können. Und grundsätzlich werden wir jetzt hier nochmal zurück zu Bayern gehen und werden uns Manuel Neuer zurückholen. Manuel Neuer lassen sie tatsächlich für relativ wenig Geld ziehen. Für 12 Millionen, das ist nichts. Klar, Manuel Neuer ist nicht mehr, Manu ist nicht mehr der Jüngste, aber dass der als Legende nochmal zurück zum FC Schalke 04 kommt. Die Verhandlungen waren hart. Der möchte auch irgendwann in Rente gehen. 2 Jahre nimmt er nochmal an. Wir werden es auch versuchen, nochmal zu verlängern. Grundsätzlich natürlich soll er als Captain kommen, als Nummer 1. Freisel ist einfach nicht mehr gut genug. Wir sind jetzt in Liga 1, da können wir nicht Freisel spielen lassen. Freisel ist jetzt nur noch Ersatzkeeper. So, jetzt werden wir nicht so großartig weit vorspulen. Wir wollen nämlich das Spiel gegen Dortmund selber spielen. Dementsprechend, das erste Spiel gegen Hamburg wird unentschieden ausgehen. Das zweite Spiel gegen Werder Bremen wird unentschieden ausgehen. So wie es. Nee, wir haben es gewonnen. Nice. Okay, ein Sieg, ein Unentschieden. Und dann können wir natürlich jetzt erstmal mit so halbwegs gestählter Brust nach einem Sieg und einem Unentschieden zu Dortmund ins Revierderby gehen. Das erste Revierderby nach einem Jahr. Mainz nach 2 Spieltagen auf Platz 1. Krass. Und dementsprechend, ja, könnt ihr euch natürlich könnt ihr euch die Tabelle nochmal genauer anschauen, wenn ihr pausiert. Wir gehen jetzt hier auf jeden Fall ins Game, gucken uns jetzt erstmal unsere Spieler und die Spieler des BVB beim Training, beim Aufwärmen an. Vor heimischer Tribüne. Wir spielen in der Felddienstarena gegen Dortmund am 3. Spieltag. Das ist so krass. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Nach 3 Spieltagen dann wieder zurück ins Revierderby. Hier mit Manuel Neuer als neuen Captain, als Nummer 31. Ich fand es lustig, den als 31 auflaufen zu lassen, weil Fährmann immer noch unsere Nummer 1 ist. Freisel war die Nummer 30, Fährmann die Nummer 31. Los geht's. So, jetzt ist es auf jeden Fall, nicht Fährmann, Neuer die Nummer 31, Fährmann die Nummer 1. 3 Tore hat hier jetzt schon im Barbar. Ich weiß nicht, warum Bayern, warum Dortmund sich den Spieler tatsächlich geholt hat, weil
Haaland haben sie auch immer noch. Das ist der Außenstürmer, glaube ich, rechter Außenstürmer. Der kommt aus Spanien. Ist, glaube ich, 32 Jahre alt mittlerweile. Aber er scheint ja zu treffen. Das soll ja im Prinzip das sein, was am wichtigsten ist, ne? Als Stürmer musst du halt treffen und das tut er. Hat anscheinend auch schon mehr Tore als Haaland, finde ich richtig krass. Uiuiui. Ich bin auf jeden Fall mal auf beide Formationen gespannt. Wir haben nämlich hier, können wir auch sehen, Gabriel Jesus ist auch bei Dortmund. Ich weiß nicht, wann das... Das muss an mir vorbeigegangen sein. Ich habe es nämlich nicht mitgekriegt. So, unsere Aufstellung. Neuer im Tor. Die Verteidigung ist immer noch gleich. Meier ist natürlich wieder im Game jetzt mit drin. Vorne Weber, Matondo und Moukoko. Relativ gleiche Aufstellung wie sonst auch. Nur, dass Neuer und eben Meier mit in die Formation rein geswitcht sind. So, hier im Tor Kobel. Und da könnt ihr jetzt sehen, Bellingham, Brandt, Gabriel, Jesus, Mbaba und Haaland im Sturm. Was ist das für ein Sturm? Was? Gabriel Jesus bei Dortmund? Okay, krass. Oh, okay. Kurz vor dem Anstoß. Schalke gegen Dortmund. Dortmund hat den Anstoß. Das Spiel geht los. Und diese erste Szene lasse ich euch jetzt einfach mal ganz, ganz genüsslich laufen. Nach dem Anstoß verliert Dortmund relativ schnell den Ball. Schalke jetzt im Angriffsmodus. Weber an Ball, lässt den Ball abtropfen. Leider nicht drin. Dann kommt Matondo hier von der linken Seite. Passt rein! Und wer soll's sein? Wer soll's schon sein? Der Rückkehrer. Max Meier macht innerhalb der ersten 5 Minuten das 1:0. Gegen den großen Gegner, gegen den BVB. Was zum Teufel? Also ein besseres Comeback kann man ja überhaupt nicht haben. Ein Weltstar kommt zurück nach Schalke und haut das Ding im eigenen Stadion gegen den größten Rivalen rein. Das ist so krass. Das, also, bessere Geschichte kann es doch gar nicht geben. Kann es doch gar nicht geben. Dortmund dementsprechend natürlich wieder mit dem Anstoß. Hier hin und her gepasse in der Mitte. Ich glaube, Dortmund hat da tatsächlich relativ schnell den Papp offen gehabt. Ich weiß nicht warum, aber wir Schalker sind definitiv wieder im Angriff. Instant. Wir haben die 8. Minute. Es wird wieder durchgepasst. Matondo auf Meier und der steht hier im Abseits. Jungs, das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin gestunt. Ich bin wirklich gestunt. Innerhalb der ersten 10 Minuten so viele Chancen schon für Schalke zu sehen, hätte ich nicht gedacht. Es ist halt, wie gesagt, das dritte Spiel erst. Aber Dortmund hier tatsächlich sehr aggressiv, verliert aber auch relativ schnell den Ball und kann dementsprechend erstmal nicht viel machen. 13. Minute hier jetzt. Dortmund im Angriffsmodus, über Bellingham auf Gabriel Jesus, lässt abtropfen und dann, Gott sei Dank haben wir Manuel Neuer. Emre Can kann ihn hier nicht verwandeln. Ich meine, im Endeffekt ist es auch ganz, ganz knappes Abseits, aber wir hätten ihn tatsächlich fast drin gesehen. Aber Manuel Neuer ist halt einfach ein King. Der ist auch mit 36 Jahren immer noch Deutschlands bester Keeper. Jetzt zum Beispiel hier, zumindest hier im FIFA. Aber grundsätzlich muss man natürlich dazu sagen, es ist einfach auch eine super Story, dass er zurückkommt. Und jetzt hier in der 28. Minute, es kommt, wie es kommen muss. Weber, das Juwel des Schalke 04, haut das Ding oben links in die Ecke. Kobel hat keine Chance. Das war wunderschön herausgespielt hier von Matondo. Matondo wirklich auch ein Riesenjuwel. Und dann links in die Ecke. Als hätte er nie was anderes gemacht. Weber, rein das Ding. Ende. 2:0 für Schalke 04. Jetzt muss natürlich die zweite Halbzeit auch noch irgendwie überlebt werden. Es ist ja erst die 37. Minute, als Dortmund wieder zurückschlägt. Ein wunderschönes Passspiel. Hier aber tatsächlich von Sané auf... Nicht von Sané, doch von Windheim aufgehalten. Dann auf Wagnermann kann hier den Ball nicht stoppen. Bellingham wieder mit dem Rückpass. Eieieiei, Leute. Christensen auch geholt von Chelsea. Sehr interessant. Sehr interessant, dass der Spieler jetzt geholt ist. Auf Gabriel Jesus.
Oh mein Gott, dieses Spiel. Und dann Haaland. Ah nein, es war Jesus. Jesus. Oh mein Gott, Jesus. Schaut euch diesen Schuss an. Und dann kommt aber Neuer. Wie eine Katze. Das ist so krass. Wie eine Katze fischt er den da halt aus der Luft. Es ist einfach krass. Einfach krass. Direkt im Anschluss kommt die Ecke. Hier vorbeigesetzt und Tor. Tor für Dortmund. Tor für Dortmund. Nein, es wird zurückgepfiffen. Es wird zurückgepfiffen. Es ist Abseits. Oh Gott im Himmel. 45. Minute. Wo ist denn da Abseits? Schaut es euch an. Das ist ja höchstens eine Fingerspitze, die da noch im Abseits ist. Glück für Schalke. Glück für Schalke. Hier jetzt die Einwechslung in der 73. Minute. Jan-Fieter Arp kommt ins Spiel. Der Junge darf auch sein Debüt für Schalke 04 feiern. Heieieiei. Leute, in der 75. Minute dann nochmal eine Flanke über Bellingham. Bellingham ballert das Ding aber rein. Das kann kein Abseits sein. Man kann ja hoffen, aber das 2 zu 1. Jetzt hauen die den Schalkern hier noch in der 75. Minute ein Ding rein. Die feiern, als ob sie hier irgendwie der Gewinn der Meisterschaft wäre. Dabei ist es nur das 2 zu 1. Die sollen mal ein bisschen ackern. BVB, ihr müsst ackern. Es ist natürlich ein wunderschönes Tor. Hier Bellingham, ganz frei. Wagnermann steht da einfach außen rum, weiß nicht, was er machen soll. Und der ballert den dann tatsächlich an Manuel Neuer einfach komplett vorbei. Das war aber auch eine Kanonenkugel. Da weiß man gar nicht, was er mal machen soll. Und da mache ich Manuel tatsächlich da auch überhaupt keine Vorwürfe. Da kann er nichts machen. Da kann er einfach nichts machen. So, hier jetzt 88. Minute. Nochmal ein langer Ball auf Weber. Weber hier legt den Ball nochmal vorbei. Auf Matondo. Nein, Franks. Oh Gott, was habe ich denn heute mit meinem Namen? Auf Franks. Aber der ballert den rein. Hier auch Chong schön nochmal eingewechselt. Hat hier mit dem Tor wenig zu tun gehabt. Aber Weber mit einem wunderschönen Pass. Und dann, wie kann ich den mit... Ah, Matondo stand dahinter. Okay, Matondo stand dahinter. Ich entschuldige mich. Franks ist am Ball und haut das Ding hier rein. Easy peasy. Als hätte er als Stürmer noch nie was anderes getan. Dabei ist er gar kein Stürmer. Das Spiel geht jedenfalls gewonnen. Und ich würde sagen tatsächlich, dass das nächste Game, was wir nochmal live spielen, der FC Bayern München sein wird. Wir spulen hier dementsprechend vor. Ihr könnt natürlich die Games dementsprechend pausieren, dass ihr sehen könnt, wie genau die einzelnen Spiele verlaufen sind. Müssen natürlich hier auch noch einige Einstellungen machen, was unser Team angeht. Das ist etwas, was tatsächlich eher in den Hintergrund gerät, wenn man das Spiel schnell vorantreiben möchte. Das heißt, man kann nicht mehr so genau auf die einzelnen Spiele eingehen. Man muss das immer zwischendurch machen und dementsprechend ist es halt vom Vorteil, dass man eben zwischendurch zumindest mal ein paar Pausen einlegt und dann dementsprechend die ganzen Sachen einstellt, wie zum Beispiel die Entwicklung, wie zum Beispiel auch eben zwischendurch sind ja auch mal Fragen von den Spielern, ob die eingesetzt werden können oder nicht. Meistens wird es vom Co-Trainer dann tatsächlich auch übernommen, aber nicht immer. Hier jetzt übrigens die Tabelle nochmal zu sehen. Müller ist aktuell Top-Torschütze. Auch richtig krass. Lewandowski ist weit und breit nicht zu sehen. Und jetzt müssen wir gegen den Tabellenführer ran. Bayern München gegen Schalke 04. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.